Leise rieselt der Schnee. Dieses Weihnachtslied wollte ich dir heute mal hier vorstellen. Zunächst fangen wir an mit der Melodie. Wir spielen zweimal die E-Seite. Dann gehen wir auf den dritten Bund, spielen das D, wieder die E-Seite, wieder das D und dann das C. Ich mach's dir einmal vor. Zweimal die E-Seite, offen, diese hier. Wieder die E-Seite offen, dann wieder D, C. Das war der erste Streich. Kommt der zweite. C am ersten Mund der H-Seite. Dann A, zweiter Bund G-Seite. Dann wieder C. Dann offene H-Seite. Wieder A. Und dann die offene G-Seite. Jetzt kommt wieder das D in Verbindung mit dem Cis und nachher mit dem F. Offene E-Seite. D, C. Dann wieder D und zweimal A. Offene H-Seite, A, H, C. So, spielen wir noch einmal die Melodie komplett und dann kommen wir zu den Akkorden. Beginnen wir nun, das Ganze zweistimmig zu spielen. Dazu legst du den ersten Finger auf dem ersten Bund der H-Seite und lässt gleichzeitig mit diesem Ton die E-Seite erklingen. Und das zweimal. Dann wechselst du mit dem dritten Finger auf den dritten Bund der H-Seite zum Ton D und spielst gleichzeitig die G-Seite, die liegt über der H-Seite. Den spielst du nur einmal. Und jetzt spielst du die H-Seite und die E-Seite offen. Dann wechselst du wieder zum D. Und dann zum C und spielst wieder die G-Seite. Nochmal ganz langsam. Und jetzt werden wir sogar dreistimmig. Dazu legst du den dritten Finger am dritten Bund der D-Seite. Da ist das F, den zweiten Finger auf die G-Seite, da ist das A und den ersten Finger wieder
am ersten Mund der H-Saite. Und jetzt spielst du von der D-Saite an, also von dieser Saite hier an. Jetzt spielst du den H, wieder das A und offen das G. Und dann kannst du mal versuchen, diesen C-Dur-Akkord zu spielen. Dann spielst du da aber nur bis zu diesem Ton. Ich mache es noch einmal. So, jetzt hebe ich die Finger nicht mehr an, sondern zeige nur, welchen Finger ich bewege. Die Melodie müsstest du ja jetzt langsam drauf haben. So, im nächsten Part brauchen wir unseren zweiten Finger auf der G-Saite. Zweiter Bund, liegt das A. Dritter Finger, zweiter Bund, auf der H-Saite liegt das Cis. Und wir legen den kleinen Finger bereits auf das D. Und jetzt kannst du die obere D-Saite mitspielen. Gleichzeitig diese drei Saiten, die ich greife, spiele ich an. Dann G und H-Saite. Und den Finger wieder zurück. Und jetzt A-Moll Septim. Zum A-Moll Septim. Den greifst du folgendermaßen. Du legst den Zeigefinger auf das C am ersten Bund der H-Saite. Den zweiten Finger legst du auf den zweiten Bund der D-Saite. Hast also das E und du kannst ab der A-Saite einmal runterspielen. Ich habe eben einen Fehler gemacht. Ich habe die E-Saite mitgenommen. Das geht, aber lass die jetzt mal weg in diesem Stück, weil ich spiele nur bis zum C, also bis zu diesem Finger. Dann hört sich das so an. Ich spiele diesen ganzen Part nochmal, dass du es genau verfolgen kannst, auch klangmäßig. Also, ich lege den kleinen Finger wieder auf das D am dritten Bund der H-Saite. Ich spiele die D-Saite gleichzeitig mit. Und jetzt den A-Moll Septim. Und jetzt kommen wir wieder hierzu. C-Dur zum Abschluss. Hier bis zu diesem Ton nur spielen. Wir brauchen folgende Akkorde. Den C-Dur, dritter Bund A-Saite, zweiter Bund D-Saite, erster Bund H-Saite. Die G-Saite und die E-Saite können beim ersten Mal mitgespielt werden, denn daraus spielen wir auch unsere Melodie. Dann brauchen wir den G-Dur-Akkord. Der sieht normalerweise so aus, dass der kleine Finger auf dem
na, auf dem dritten Bund der E-Seite ist. Ich verwende aber jetzt hier die Quinte vom G, möchte die nochmal verstärken, deswegen gehe ich auf dem dritten Bund der H-Seite. Hier spiele ich auch gar nicht die E-Seite mit. Den Finger habe ich frei, um schneller auf den Septim-Akkord zu kommen. Der klingt so. Den hast du vorhin so gespielt mit der D-Seite. Okay. Und welchen haben wir dann noch? Den F, der nochmal so wäre, aber wir spielen ihn ja jetzt nur so. Dritter Bund D-Seite, zweiter Bund G-Seite, erster Bund H-Seite. Ist ein F-Akkord. Ja, und da müssten wir sie eigentlich alle haben. Dann gibt es bei einer Szene, und deswegen brauche ich diesen kleinen Finger nämlich auch, den kleinen Finger, sei schon den ersten Finger, weil ich hier noch drauf komme, also diesen Part hier spielen werde. Deswegen brauche ich hier die Freiheit für diesen Akkord. Okay? Okay, ich danke dir fürs Zuschauen, hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche dir viel Spaß beim Üben und frohe Weihnachten.